Flüchtige Gedanken über Brücken und ihre Tücken. Ich sitze im Flixbus nach Rimini. Ich fahre immer dorthin, wenn ich das Ende einer alten bis zum Beginn einer neuen Beziehung überbrücken muss. Normalerweise fahre ich mit dem eigenen Auto. Aber das hat meine letzte Beziehung mitgenommen. Dafür überließ sie mir die Wohnung in Schöpfheim. Für ein neues Auto fehlt mir zurzeit das Geld. Leider fand sich kein Freund, der mir mit einer Finanzspritze den finanziellen Engpass überbrücken wollte. Dafür wären aber Freunde doch eigentlich da, oder sehe ich das falsch? Nun sitze ich also in diesem schmuddeligen Bus, ich starre aus dem Fenster auf die Poebene und hänge schläfrig wirren Gedanken nach. Die Landschaft da draußen ist topfeben und langweilig. Ich liebe die Täler und Hügel zu Hause im Entlebuch. Das hier wäre nichts für mich. Wir erreichen die Brücke über den Po. Über Brückenrollen macht ein lautes, reibendes Geräusch. Und die Fugen zwischen den Fahrbahnplatten verursachen harte Schläge auf Achsen und Reifen. Brücken haben ihre Tücken, auch technischer Natur. Es braucht Fugenkitt, um die Spalte zwischen den einzelnen Fahrbahnteilen zu überbrücken. Vielleicht hat der in Genua gefehlt oder war marode, wer weiß. Offensichtlich bin ich der Einzige meiner Art hier drinnen. Meine Mitreisenden kommen aus aller Welt. Ich schätze, es hat darunter Afghanen, Syrer, Somalierinnen, Türken, Kroaten, Ukrainerinnen, Sudanesen, Eritreer, Nigerianer und ein paar Italiener mit Migrationshintergrund. Der Fernbus als rollende Brücke, um kulturelle Gräben zu überbrücken. In Nigeria wäre über Brücken zu gehen die Alternative zur finalen Begegnung mit Krokodilen. Aber wahrscheinlich gibt es genau dort, wo die Krokodile warten, keine Brücke. Im Entlebuch haben wir überall Brücken über die Flüsse, auch wenn bisher weder in der Waldemme, in der kleinen Emme noch in der Fontanne Krokodile gesichtet wurden. Und dies trotz der Klimaerwärmung. Eigentlich erstaunlich. Auch im Entlebuch begegnet man seit einiger Zeit Asylbewerbern aus Afrika und Asien. Die Kinder zeigen inzwischen nicht mehr mit dem Finger auf die Fremden und stellen peinliche Fragen. Zum Glück für die Mütter. Denn längst nicht alle Dunkelhäutigen sind Asylanten. Einige sprechen fließend Luzerner Dialekt. So hat sich also die Weltordnung verschoben und verändert. Auch bis zu uns. Ins Entlebuch. Ganz hinten im Bus sitzen die Ausnahmen, zusammen mit mir quasi die Exoten unter den Passagieren. Zwei deutsche Studentinnen haben sich in eine Sitzreihe gequetscht, ziemlich jung und voller Erwartung, was sie in der Partymeile von Rimini erwarten würde. Sie überbrücken mit dem Ausflug wohl die Langeweile zwischen zwei Semestern. Vielleicht gehen sie erstmal über die Brücke, die ins reale Leben führt. Ins Leben, wo die Tabus fallen und der Exzess regiert. Vielleicht sollte ich den Mädchen anbieten, sie einzuführen, ihnen alles zu zeigen, sie auf die Gefahren hinzuweisen. Ich verwerfe den Gedanken gleich wieder. Sie sind definitiv zu jung für mich und ich zu alt für sie. Ich werde mich auf Ü30 beschränken. Ja, über Brücken fahren kann gefährlich sein. Genua hat es eindrücklich gezeigt. Typisch Italien, habe ich gedacht. Nochmal Glück gehabt letzten Sommer mit der Verflossenen auf dem Weg zum Fährhafen nach Sardinien. In Italien ist Lästern über Brücken seither ein Volkssport. Marode, wie sie seien, offenbarten die Brücken die Unfähigkeit und die Gleichgültigkeit der Politiker. Unsere Politiker im Entlebuch sind da ganz anders. Sie engagieren sich für die Region, ohne in die eigene Tasche zu wirtschaften. Italien sei ein einziger Scherbenhaufen, sagen die meisten Italiener. Aber das ist natürlich Unsinn. Italien ist toll.
In Rimini zum Beispiel kann man eine Beziehungsauszeit bzw. seinen persönlichen Scherbenhaufen mit einem oder auch mehreren One-Night-Stands perfekt überbrücken. Das wiederum wäre zu Hause im Entlebuch kaum möglich, ohne seinen Ruf zu ruinieren. Im Hafen von Genua ist es schwierig, die Wartezeit sinnvoll zu überbrücken. Es bleibt nur das Ausharren an der brennenden Sonne oder im Auto. Vorausgesetzt natürlich, dass man ihn überhaupt rechtzeitig gefunden hat. Denn nicht nur beim Anhäufen von Staatsschulden sind die Italiener spitze, sondern auch im Einsparen von Verkehrsschildern, welche die Richtung zum Fährhafen anzeigen. Zumindest in Genua. Wir hatten deswegen Streit, meine Verflossene und ich. Sie behauptete, sie hätte das Schild gesehen. Ich beharrte auf dem Standpunkt, dass sie es mit demjenigen zum Containerhafen verwechselt habe. Wir schrien uns kurz an, dann sagte sie nichts mehr. Bis wir uns am Abend auf der Brücke versöhnten und einen Aperol Spritz schlürfend die Zeit überbrückten, bis das Schiff endlich ablegte. Im Winter haben wir uns dann endgültig getrennt. Die Verschiedenheit zwischen uns war nicht mehr zu überbrücken. Sie, katholisch, studiert, konservativ und strikt monogam, ich aus der Kirche ausgetreten, ohne Mittelschulabschluss, politischer Opportunist und dem Hedonismus zugeneigt, das konnte nicht funktionieren. Sie war aus der gemeinsamen Wohnung in Schöpfheim ausgezogen und hatte sich in Entlebuch ein Studio gemietet. Dafür musste ich ihr das Auto überlassen. Man kann sowohl die Zeit im Flixbus zwischen Luzern und Rimini als auch die einsame Zeit zwischen zwei Lebensabschnittspartnern mit dem Hören von Liedern überbrücken. Ich stecke mir den Stöpsel ins Ohr, starte die Musik und höre, was mir Peter Maffay zu sagen hat. Natürlich, über sieben Brücken musst du gehen. Und zwar über sieben, wenn ich gemäß Text nach sieben dunklen Jahren krank von fern, wenn mich im Kreise drehend, endlich wie Phönix aus der Asche emporsteigen und zum hellen Schein werden will. Ich verstehe zwar die Botschaft nicht ganz, aber der Erfolg gibt Peter Maffay oder wer auch immer das Lied geschrieben hat, recht. Es hat ihm wahrscheinlich Millionen eingebracht. Ich aber, der, wie die allermeisten Männer, nie ein Lied über Brücken komponiert und gesungen hat, fahre immer noch mausam und allein vom Entlebuch nach Rimini zum Überbrücken. Heuer übrigens zum siebten Mal.